Yay. Regenbogenforelle, sogar mit dem neuen Rekord. Du bist langsam erschöpft. Oh. Dann ist das wohl mein letzter Fisch, den ich hole. Perfekt. Huch. Eine Brasse. Kann es sein, dass ich die noch brauche? Speisekammer, Handelskammer, Aquarium. Thunfisch. Nee. Nee. Ah, Brasse habe ich schon abgegeben. Okay. Nase juckt. Also ich glaube, für dieses Aquarium-Ding werde ich am längsten brauchen. Also was anpflanzen, das ist nicht sonderlich fordernd. Oh, dieses blöde Angeln. Ist nervig. Können wir heute schon mal früher schlafen? Das ist blöd, wenn die Energie schon direkt am Anfang so schnell weg ist. Und man nicht so viel hat, was man hernehmen kann, um die Energie wieder aufzufüllen. Bisschen was fehlt uns noch. Ach, schaut mal, Sommer. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dir liegt oder am Stream, dass sich der Stream aufhängt, sobald du zurückkommst. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das für oder gegen dich spricht. Ich hoffe natürlich, du kannst dich mittlerweile wieder verstehen und sehen und es läuft wieder. Wäre ansonsten ärgerlich. Meine Kanne ist leer. Ich freue mich schon, wenn ich Sprinkler habe. Dass ich den nicht mehr gießen muss. Mein Bauch hat Hunger. Ah, okay. Sehr gut, dass wieder alles läuft. Ja, bei mir läuft es in letzter Zeit ausgesprochen gut. Nur streamen. Das bin ich gar nicht gewohnt. So, können wir streamen und aufnehmen. Kein Wasser mehr. Für die letzten zwei. Komm schon. Oh ne, da oben sind auch noch welche. Ich weiß gerade gar nicht, wie mit. Vielen, vielen Dank, Cherifey. Ich bin ganz furchtbar beim Namen verlesen. Dankeschön fürs Follow. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hast Spaß hier. Vor allem hoffe ich, dass du noch länger Spaß hier hast. Ach, Gott sei Dank, das letzte Feld. Hui, Blümchen. Ein Moon. Ist doch schön. So, wir waren immer noch 150. Ja, 150. Die werden wir jetzt so schnell nicht zusammenkriegen, ne? Ich will endlich den dummen Hühnerstall bauen. Hieß erstmal die Truhe. Ich verkaufe das mal auch noch. Vielleicht sind es 150. Irgendwann mal andere Kopfhörer, die nicht so wehtun. Oder nicht nach 3 Stunden so unbequem werden. Irgendjemand braucht wieder was? Ich hätte gerne Kugelfisch an eine Kette hängen. Bitte kommt irgendwann heute damit vorbei. Warum an eine Kette hängen? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, dann wärst du schon sehr, sehr reich. Ja, aber das ist.
Ja, gut. Ich spreche sowieso alles falsch aus, von dem her. Wenn ich jetzt jedes Mal deinen Namen vorlese, wirst du noch viel, viel reicher werden. Halt, ich muss da hoch. Jetzt hat die andere wahrscheinlich Ruhetag, die dumme Kuh, wenn wir unseren Stall bauen wollen. Ich habe leider nie. Doch, stimmt schon. Stimmt, die Melodie hat sich kurz ein bisschen angehört wie Pippi Lang. Pippi Langstrumpf. Wir können mal gucken, ob wir runter zu Sebastian können jetzt. Ah, da du bist nicht damit alleine. Mein Name wird auch oft in anderen Streams falsch ausgesprochen. Wir können zu ihm ins Zimmer. Das macht es natürlich um einiges einfacher. Hallo. Ja. Blumenkohl ist. Nein, du sollst ihm schenken. Nein. Schenk's ihm. Ah, danke, ich mag das. Bitte schön. Jeder ist so glücklich in der Sonne. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Ich mag. Also, das ist immer so warm. Und ich hasse Sonnenbrand. Um darauf zurückzukommen, ich spreche immer Mr. Shinranami. Ich bin immer männlich. Hauptgebäude errichten. Ach, fuck, ich habe das Holz zu den Steinen vergessen. Fragst du mich? Entschuldigung. Wir holen schnell Stein und Holz. Jetzt haben wir dann keinen Blumenkohl mehr, den wir ihm schenken können. Vielleicht mag er ja andere Gemüsesorten auch noch. So, Stein und Holz. Und wieder hoch. Manchmal mache ich komische Dinge mit meinen Augen. Ich hoffe, das fällt nicht auf. Huch. Kiefernzapfen. So, noch ein Versuch. Hallo, Abigail, die doofe Kuh. Geh weg von meinem Sebastian. Hofgebäude errichten. Bauen. Hühnerstall. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an seinem neuen Hofgebäude Hühnerstall zu arbeiten. Ich glaube, er kann ihr nur eine Sache geben, ne? Ach nee, Abigail ist vorbeigegangen. Ist gut so. Bleib bloß fern von meinem Sebastian. Ich hätte jetzt tatsächlich angefangen, das wie bei The Witcher. Ist ja auch Yennefer mit Y am Anfang. Ich hätte einfach Yelf. Ja, das ist aber auch komisch zum Aussprechen. Wurscht. Ignoriert mich und meine komische Aussprache, bitte. Ich hacke weiter Holz. Ich würde gerne wissen, wann das Bad oben fertig ist. Die heißen Quellen. Dass ich da schon mal reingehen könnte, mal. Ah, oh, das wäre entspannend. Zack, oder? Chi, warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres, Großvater. Oha, das dauert doch ein bisschen. Baumfeld.
Baum ist gefallen. Nächster Baum. Baum fällt. So. Holz kriegt man immer so schön schnell, im Gegensatz zu Stein. Ja, das hast du auf jeden Fall damit erreicht, dass sich niemand sicher sein kann, wie man ihn ausspricht. Und ein Unikat ist es mit Sicherheit auch. Also alles erreicht damit. Ich bin langsam erschöpft. Ist aber ungünstig. Ich denke, so einen tollen. Diese Quellen wären toll. Dann wäre ich vielleicht auch nicht so erschöpft. Oh, der kommt wieder da hinten rein. Und wedelt wieder mit seinem Schwanz. Ach stimmt, wir können Kupferbarren raustun. So. Wir haben schon 9 Kupferbahnen. Was können wir eigentlich alles noch bauen? Da gucke ich immer nie nach. Wir können einen Standarddünger, einen Sprinkler. Der ist noch zu klein, ne? Wir brauchen den eins größer. Was ist das denn? Robuster Ring. Aha. Köder. Ein Käferfleisch. Ach, cool. Ein Machglas. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Für unsere Blaubeeren, ne? Wie viel Kohle haben wir denn noch? Ich glaube, so viel Kohle haben wir jetzt gar nicht mehr. 21. Ja, wir können ja mal gucken. Da haben wir noch ein paar Steine. Ein bisschen Holz. Ja, machen wir mal 2, oder? Aber wir haben eh nicht mehr Steine. Trifft sich ja super. Das Holz wieder rein. Warum können wir das dahinter eigentlich nicht hinbauen? Gut, wir machen unsere Einmachgläser hier hin. So. Kohle bringen wir wieder zurück. Ja, der Kupfersprinkler macht nur 4. Ich warte auf die nächste Version. Weil die habe ich, glaube ich, die wird mir noch gar nicht angezeigt, oder? Nein. Kommt noch. So. Okay, in die Ecke kommt das von meinem Ehepartner hin. Ah, gut zu wissen. Weil das hätte mich jetzt jedes Mal genervt, wenn ich da nichts hinbauen kann. Kann ich nicht eigentlich... Aua. Nee, ne? Ich kann nicht zum Arzt gehen, der mir die Ausdauer wieder herstellt. Das Ding war der Kugelfisch in Kette, ne? Ja, Kugelfisch an eine Kette gehängt. Ich bin heute mal ein bisschen sozial und spreche mit ein paar Leuten. Hey Kind, ich würde dir was ausgeben, wenn ich mir das leisten könnte. Hey, achso. Hallo Chi, ich bin froh, dich zu sehen. Du bist hier immer willkommen. Das ist aber nett. Hayley ist beim Essen sehr wählerisch. Für sie zu kochen ist echt schwierig. Das glaube ich. Sebastian, der Ehepartner, ist mit Sicherheit ein Computer. Ich kenne dich nicht. Warum redest du mit mir? Ja, vielleicht, weil ich dich kennenlernen will, du Blödmann. Du bist so unfreundlich. Liegt da hinten nicht irgendwas? Warum kann ich das nicht? Hoppala.
Wir spielen mal ein bisschen. Bewegen. Schießen. Ich bin richtig gut in dem Spiel. Nein! Ich muss ja wegbleiben von denen. Ich schieß ja. Da ich bin keine Fernkämpferin. Das Prinzip nicht. Ja, klar. Gehen noch mehr? Ich bin mir nicht sicher, ob sie schon alle ausgehen. Nein! Ich bin zu spielen echt scheiße. Wow! Wow. Ah, okay. Ich bin auch gespannt, was Sebastian da mitbringt. Das ist irgendwie voll cool. Ja, ich bin einfach ich bin einfach keine Fernkämpferin. Ich bin mit dem Schwert rein und schnetzeln. Ich sitze schon wieder so krumm. Das sollte ich mir abgewöhnen. Also, die verschwinde ich dann immer mehr aus eurem Bild. Ja, ich gehe ins Bett. Erziehungskurs. So. Ja. Keine Königin der Soßen. Es ist interessant, dass die Königin der Soßen uns noch nie eine Soße beigebracht hat. Ich bin, war und werde immer ein Berserker bleiben. Daran führt kein Weg vorbei. So. Die Melone auch noch. Wäre mal schön, wenn da irgendwas wachsen würde. Ich brauche Geld. Menschenskinder. Halt, die habe ich schon gegossen. Eine Chilischote macht mich auch nicht reich. Sonderlich. Bei den Melonen muss ich darauf aufpassen, dass ich, wenn ich da 5 mit goldenem Stern habe, dass ich die in das Gemeindehaus bringen muss. Muss mich bitte irgendjemand dran erinnern. Sonst vergesse ich das. So, noch dieses Feld. Und dann gehen wir zu Sebastian, glaube ich, können wir gar kein Geschenk momentan geben. Nee. Aber wir können mit ihm sprechen. Huch. Und dann verkaufen wir das, was wir jetzt gerade geerntet haben. Ja, erinnere an 5 Melonen mit goldenem Stern. Bitte. Aber wie gesagt, ich vergesse das mit Sicherheit. Ja. Erst gießen. So, heute ist noch Dienstag, das heißt, Pierre hat offen.